So, meine lieben Leute, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier im Zimmer und möchte auch hier schon die Endmoderation des heutigen Vlogs machen. Und auch des letzten Urlaubsvlogs bis jetzt erstmal. Ja, das ist der letzte Tag gewesen hier in Stuttgart. Morgen geht es leider schon wieder zurück. Und mir ist tatsächlich gestern aufgefallen, dass ich mich in der Abmoderation gestern auf jeden Fall versprochen habe, dass ich noch nie in meinem gesamten Leben in Stuttgart war. Das stimmte so nicht, weil jetzt da, wo ich hier bin, war ich schon oft, also 2 Jahre ungefähr, und halt, aber in der Innenstadt war ich noch nie in meinem gesamten Leben. Das wollte ich nur mal sagen. Und ja, auf jeden Fall, der Döner war echt gut. Und ja, also auch die Fahrt dorthin zum Burger-Restaurant, wo wir heute den Burger abgeholt haben, das war echt cool. Ihr habt ja das Video vorhin schon gesehen, denke ich mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein echt angenehmer Burgerladen und wirklich ein angenehmes Lokal dort. Und ja, es war echt cool, das alles abzuholen dort und so weiter und so fort. Und auch der Döner hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Und ja, ich bin echt voll, Leute, das glaubt ihr mir nicht. Und ja, ich denke auf jeden Fall, dass wenn ich morgen aufwache, dass ich einen prall gefüllten Magen habe, immer noch. Und ja, es fühlt sich so geil an. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich wollte ja gestern, lol, ich meinte morgen, wollte ich ja auf jeden Fall nochmal einen Dönerladen ausprobieren, und zwar einen weiter in die Straße, aber da habe ich gemerkt, der macht erst so weit, wenn ich mich jetzt nicht vertauscht habe, verwechselt habe, macht der Dönerladen erst um 11 Uhr auf, und wenn das tatsächlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube mal, ich lag richtig, dass der Dönerladen erst um 11 Uhr aufmacht. Und um 11 Uhr wollen wir auf jeden Fall morgen schon wieder fahren. Also nach Hause. Und also um 11 Uhr wollen wir fahren, damit wir so ungefähr um 14 Uhr irgendwas dann wieder zu Hause ankommen. Das heißt also, das wird morgen nichts mit Döner probieren. Auf jeden Fall. Aber das nächste Mal dann halt. Ich meine, das ist ja auch nicht das letzte Mal, gell? Und ja, wenn ich dann mal ein eigenes Auto habe und dann arbeiten gehen kann und ich Wochenende habe, dann kann ich ja mal nach Stuttgart fahren und hier den Döner ausprobieren. Ich meine, daran schadet ja nichts, ne? Und ja, auf jeden Fall wollte ich mich eigentlich nur bei euch bedanken, falls euch den Vlog bis jetzt angeguckt habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns auch morgen wieder zum Nachhause-Vlog. Und ja, ich würde sagen, schönen Abend noch. Und bis morgen.